Bums, da hat es ganz schön gerumpelt gestern an den Märkten, aber jetzt erholen wir uns etwas. Die US-Futures sind positiv, wir sind sehr stark überverkauft gewesen, dementsprechend ist das nicht wirklich ein Wunder. Die Märkte in China aber nach wie vor geschlossen, Feiertag in Festlandchina, sodass wir nicht wissen, wann und ob die Regierung oder die Notenbank in Peking irgendetwas in Sachen Evergrande sagen würde. Man wartet also hier auf ein entscheidendes Signal. Es gibt aber ein anderes entscheidendes Signal, nämlich ein Marktsignal, das uns sagen wird, wie es denn wirklich jetzt aussieht. Ob diese Geschichte nur ein kleiner Rücksetzer ist, das übliche Schema, buy the dip und alles ist gut, oder ob es sich hier um etwas Größeres handelt. Let's get into it. Es ist viel Material, das ich heute habe. Wir sehen hier die Indizes Dow minus 1,78, Nasdaq über 2%, Small Caps haben sich dann auch nochmal erholt zum Handelsende hin. Aber wenn der beste Index hier minus 1,78% auf die Waage bringt, dann wissen Sie, wie schlimm es zwischendurch gewesen sein muss. Der Dow Jones etwa 1000 Punkte im Minus. Wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, alle Sektoren im Minus, Utilities, die Versorger, Real Estate, Consumer Staples, die defensiven Sektoren, waren noch am besten. Ganz unten Financials und Energy, da etwa eine Goldman Sachs Aktie auf wichtigen gleitenden Durchschnittsniveaus, Energie gestern schwer unter Druck. Und schauen wir uns mal an das Volumen hier beim Spider, beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500. 166 Millionen, am Freitag hatten wir schon am großen Verfall 118 Millionen. Normalerweise ist Montag ja nicht so viel Handelsvolumen am Start. Gucken wir uns mal die Zeit etwa zwischen 30.08. und 9.09. an. 48, 59 Millionen, 48, 42, 47, also um und bei ein Viertel. Wir haben gestern also beim Spider das vierfache Volumen gehabt als in diesen volumenschwachen Tagen Ende August, Anfang September. Und wir haben, das sehen Sie in dem Grafik unten, den zweithöchsten Downtick in der Geschichte der Wall Street gehabt. Also das Volumen bei fallenden Aktien war immens. Jetzt haben wir eine wichtige Bastion nicht halten können. Das war dieser 50-Tages-Durchschnitt beim S&P 500. Hat ja immer gehalten, immer da. Hier sehen wir es auch im Chart. Ist es dann wieder nach oben gegangen? Das ist gestern nicht passiert, aber eine andere Bastion hat gehalten. Der 100-Tages-Durchschnitt, da sind wir gedreht und dann nach oben gelaufen. Das spielt für US-Investoren durchaus eine Rolle. Das war jetzt die 29. Korrektur von mindestens 5% seit dem Tief im Jahr 2009, der Finanzkrisen-Tief. Und woher wissen wir jetzt, um wieder zu diesem Signal zu kommen, dass wir etwas Größeres hier vor uns haben? Da hatte Jim Bianco in einem Interview gestern bei CNBC, wie ich finde, sehr Kluges gesagt. Schaut auf die Anleihenmärkte, die Aktienmärkte sind ja ein bisschen, naja, mit einer langen Leitung versehen gelegentlich. Die Anleihenmärkte sind da in der Regel besser informiert, da sind die etwas smarteren Köpfe teilweise der Fall, da geht es um große Volumina. Und hier sagte Jim Bianco eben, passt auf, achtet auf die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, wenn zum Beispiel jetzt die Aktienmärkte weiter fallen, die Renditen aber gleichzeitig steigen, dann wäre das ein absolutes Warnsignal. Man müsste ja vermuten, wenn die Aktienmärkte fallen, dann wollen alle rein in die Sicherheit, vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen, was dazu führen würde, dass dann auch die Renditen fallen. Also, wenn die Aktienmärkte fallen, wäre das normale Schema, dass auch die Renditen fallen. Aber wenn die Aktienmärkte weiter fallen sollten und die Renditen steigen, dann, sagt Jim Bianco, dann haben wir ein richtiges Thema. Dann ist da etwas Großes, das möglicherweise verglichen werden kann mit anderen großen Events, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten. Ein großes Event könnte diese ganze Schuldenobergrenze-Thematik werden. Jetzt hat die Demokraten, haben Nancy Pelosi und Jack Schumer hier jetzt die Schuldenobergrenze angekoppelt an dieses Infrastrukturpaket von Joe Biden. Und das bedeutet, dass die Republikaner sowieso nicht zustimmen können. Jetzt werden auch einige, ein, zwei Demokraten nicht zustimmen. Mithin wird es also sehr schwierig, diese Schuldenobergrenze praktisch jetzt verlängert zu kriegen. Wann genau den USA das Geld ausgeht, ist noch nicht gewiss. Ende September, Anfang Oktober, genau weiß man es nicht, aber das könnte richtig, richtig heftig werden. Vielleicht für den heutigen Handelstag nicht wichtig, aber das dürfte dann in den nächsten Tagen und Wochen eine entscheidende Rolle spielen. Aber schauen wir nochmal auf die Aktienmärkte. Und hier hat Kolanovic nochmal klargemacht, Marko Kovanovic von JP Morgan,
wirklich sehr einflussreicher Analyst. The man who moves markets steht hier in der Bauchbinde von CNBC und er sagt, ja, das ist überwiegend technisch getrieben worden durch CTAs, also durch so amerikanische Vermögensverwalter. Und das ist jetzt eine super Gelegenheit, den Dippe zu kaufen. Die Risiken sind doch eigentlich klar und längst eingepreist, also jetzt rein damit. Wir haben jetzt ja erstmals wieder diese 5% Korrektur. Jetzt sagt Kolanovic, das war's, rein damit. Und zunächst mal scheint ihr recht zu haben, weil ja eben die US-Futures und die US-Märkte sich jetzt zunächst mal erholen werden. Wir sehen aber hier den S&P 500 und wir sehen, dass wir in diesem längerfristigen Aufwärtstrend seit Corona-Crash, dass wir jetzt diese maßgebliche Trendlinie durchstoßen haben. Wir sind im kurzen Zeitfenster überverkauft, aber übergeordnet ist da Schaden angerichtet worden. Jetzt müssen wir erstmal in diesen Trendkanal auch wieder reinkommen und das wird nicht ganz so einfach. Da wäre dann an diesem Trendkanal, an der unteren Begrenzung des Trendkanals, Widerstand zu erwarten. Aber kommen wir jetzt mal zum Auslöser dieser ganzen Geschichte. Evergrande ist nur ein Symptom, nicht die Ursache, hatte ich gestern versucht zu zeigen. Das ist eingebettet in einen größeren Kontext von Xi Jinpings Politik, die unter anderem bedeutet Deleveraging, Enthebelung. Goldman Sachs sagt ja, also die Autoritäten dort, die werden nicht erlauben, dass hier Evergrande praktische Pleite geht, denn wir haben den Parteitagsplenum im November, also so kurz davor, da wird man das wohl nicht machen. Anders etwa sieht das S&P, die Ratingagentur, Evergrande to likely default, not get any direct support. Also Evergrande wird nicht direkte Hilfe bekommen. So sagt es die Ratingagentur. Heute die Aktien von Evergrande wieder 4% im Minus. Hier sehen wir ein Schiff von Evergrande im Suezkanal. Sie erinnern sich, damals war der Kanal gesperrt. Nein, damals hieß das Schiff Ever Given, nicht Evergrande, aber sei es drum. Jedenfalls hat der Chef von Evergrande und Gründer, auch Xu Zhaijin, jetzt einen Brief von seinem Mitarbeiter geschrieben. Wir werden aus diesen dunkelsten Momenten heraustreten, werden alles verantwortlich regeln, bla bla blub. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Jedenfalls eine Konkurrenzfirma, Guangzhou R&F, und die haben jetzt Unterstützung bekommen von ihren Aktionären, die praktisch eine Kapitalerhöhung gemacht haben und damit die Aktie erstmal nach oben gebracht haben. Das hat das ganze Sentiment so ein bisschen beruhigt, obwohl S&P 500, die Ratingagentur, gesagt hat, nein, also wir gehen nicht davon aus, dass da Hilfe kommt. Jetzt kommen wir nochmal zu Evergrande. Hier laufen bereits Untersuchungen gegen Mitarbeiter. Es zeigt sich immer mehr, dass wir hier ein richtiges Ponzi-Schema am Start hatten. Faktisch haben die Kunden, die Käufer der Firma Geld gegeben, die hat dir für Land gekauft, beziehungsweise hat mit diesen Geldern längst gearbeitet, ohne mit dem Bau der Wohnung überhaupt anzufangen, an die diese Zahlung der Kunden ja eigentlich gekoppelt war. Also hat man ein gigantisches Schema gemacht, man hat also immer neue Gelder geliehen und ist dann auch an den Kapitalmarkt gegangen und hat sich Gelder geliehen und diese Dinge sind teilweise überhaupt nicht eingelöst worden. Jetzt schreibt ein böser Kommentator, das klingt irgendwie wie bei einem Hersteller von Elektroautos. Ich kenne diesen Mann jetzt nicht, den Sie da unten sehen, noch nie gesehen, aber es muss irgendwie der Chef einer Elektrofahrzeugfirma sein. Okay, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Jetzt schauen wir uns noch mal Seinig an, meine Damen und Herren. Gestern ja, glaube ich, 87% oder 88% abgestürzt. Jetzt auf Triple C Plus gesetzt von S&P 500, Substantial Risk, Credit Watch, Outlook Negative. Also das ist jetzt sozusagen eine ganze Spirale, die da jetzt startet. Und hier sehen wir nochmal die Verschuldung von China. Insgesamt 335%. Auch die Haushalte sind jetzt substanzieller verschuldet. Ich hatte eine Grafik gezeigt, wie stark das nach oben gegangen ist zwischen 2018 und 2021. Etwa 64% zum BIP. Das ist schon maßgeblich. Der Bankensektor ist so riesig in China in Relation zum BIP, mehr als das Dreifache im Vergleich zu den USA. Verschuldet sind überwiegend die Staatskonzerne, nicht die Regierung selbst, aber indirekt eben die Regierung oder der Staat dann durch die Staatskonzerne. China glaubt, wie hier Zero Hedge kommentiert, dass man sozusagen durch Enthebelung diese Blase wird
naja, in den Griff kriegen können, das ist alles Quatsch. Die einzige Chance, das noch in den Griff zu kriegen, ist MMT. Dazu gleich mehr, also Modern Monetary Theory. Wir schütten alles zu mit Geld und gehen davon aus, dass dann keine Inflation kommt. Wir sehen insgesamt in China die Dinge schon sehr schwierig. Hier gab es ja die Auffassung teilweise, ja, in Hongkong sind ja nur ganz einzelne Aktien, die hier das Ganze nach unten ziehen. Aber nein, es ist Tech 44% im Minus, Consumer Staples 27% im Minus. Also da geht es schon zur Sache in Hongkong. Heute etwas Beruhigung. Und jetzt kommen wir nochmal zur Inflationsthematik. Notenbanken, morgen ja die Entscheidung der Fed. Jetzt gestern ja Schnabel mit der Aussage, ich bin froh, dass die Inflation angezogen ist. Villeroy, der französische Notenbanker, hat das jetzt nochmal bestätigt. Ja, also diese Stärke der Inflation, die ist temporary. Nein, ganz klar. Und es ist keine Frage, dass wir die Geldpolitik ultralax halten müssen. Wie temporär die Inflation ist, das sehen wir derzeit bei den Energiepreisen. Hier Asian Buyers outbid Europe. Die kaufen sozusagen asiatische Käufer, bieten derzeit jeden Preis, um hier an Erdgas zu kommen. Und die Europäer schauen dann betröppelt aus der Wäsche. Hier in UK, also in Großbritannien, sind schon einige Jahre pleite gegangen oder stehen vor der Pleite. Und die britische Regierung hat jetzt Berichte dementiert, wonach man diese Firmen ausbailen wird. Also das wird lustig, jetzt sterben also schon die ersten Firmen, weil die Energiepreise zu teuer sind. Surging fertilizer costs, risk making food even pricier. Jetzt kriegen wir auch bei Düngermitteln etwa massive Preissteigerungen, was dann die Nahrungspreise wird deutlich verteuern. Wir sehen jetzt aktuell FedEx, dieses Logistikunternehmen, erhöht die Preise in allen Sparten um 5,9% zum 3. Januar 2022. Und unten sehen Sie mal eine Grafik Jobpostings bei Indeed, dieser Jobplattform. 42% über dem Niveau, das wir vor der Corona-Krise hatten. Der Arbeitsmarkt wird immer enger. Die Firmen suchen händeringend Arbeitskräfte. Also so richtig temporary klingt das für mich nicht, angesichts auch der steigenden Energiepreise. Aber gut, die göttlichen Notenbanker haben immer recht. Ein göttlicher ist sicherlich auch der Recep Erdogan, der gesagt hat, ja, die türkische Regierung, die kämpft einen Krieg gegen Cryptocurrencies. Kein Wunder, wenn ich meine eigene Währung so inflationiere, dass dann die Türken natürlich versuchen zu flüchten in eben diese Cryptocurrencies. Deswegen muss man da auch einen Krieg dagegen führen. Gestern ja diese Aussage von Bukele, dem Präsident von El Salvador, der gesagt hat, ja, also sie können dich nicht schlagen, wenn du den Dip kaufst. Bitcoin aber dennoch ziemlich unter Druck, nach den Aussagen von Erdogan fast auf die Marke von 40.000 gefallen. Gestern auch massiv unter Druck, also nix Hedge, es schaut nicht so gut aus. Und meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, ich hatte am Sonntag ja meine Bewerbung abgegeben, die den Bundestagswahlkampf nochmal komplett durcheinander würfelt. Ich habe gesagt, ich will Finanzkanzler in Deutschland werden mit dem Motto, alles für alle, konsequentes MMT, wir drucken alles weg. Die Probleme können durch Gelddrucken gelöst werden. Das sieht jetzt auch Daniel Stelter so. Hier sagte Stelter, ja, also es müsste ein Deutscher sein als Nachfolger von Madame Lagarde, damit man die Inflationierung und Monetarisierung in die Schlussphase bringen kann. Das wäre die Idealbesetzung. Und nicht zufällig in einem Tweet zuvor, da bezieht er sich auf den Experten Professor Fratscher, damit meinte er offenkundig den geistigen Italiener Marcello Fraccherino. Also das wäre doch die Idealbesetzung, dann könnten wir dieses Schauspiel natürlich vollenden. Es ist ja mein Vorschlag, also Daniel Stelter hat hier offenkundig meinen Vorschlag aufgenommen, bin ich ihm sehr dankbar. Er scheint langsam zu meinem Unterstützer zu werden. Und meine Damen und Herren, wie geht es jetzt weiter mit dem DAX und Konsorten? Ist das nur ein bärischer Rebound nach dem Absturz? Heute mein Kollege Stefan Jäger mit dem DAX Daily, der hier die Marken, die Voraussetzungen mal klar benannt hat. Schauen Sie sich das mal an, werde ich unter dem Video verlinken, wenn Sie eine Ahnung haben wollen. Immer sehr gute Einschätzungen von Stefan Jäger in Sachen DAX, der da ein sehr, sehr gutes Händchen hat, kann ich nur empfehlen. Und jetzt empfehle ich mich und sage Ihnen Servus und Ciao. Mal schauen, wie der heutige Handelstag verläuft. Wahrscheinlich werden wir erst morgen einerseits die Fed bekommen und auf der anderen Seite eben vielleicht Aussagen zu Evergrande, die dann alles nochmal neu strukturieren können. Also, pfiat's euch, Servus, Ciao.